I'm Meta Fledigam. I'm coming from a small village from Slovenia. I started playing piano when I was, 5 years old. This was unofficial start with the piano, and an official start one was when I was 7 years old. I went to primary music school. And currently I'm studying at Zurich University of the Arts with Professor Konstantin Scherbakov. I'm not coming from a musical family. My parents are non-musicians, but somehow from the very beginnings I had this need to play. I tried to play a guitar, a recorder, a piano, everything that came on my way. So I think it came quite naturally and it stayed there. Also, when I went to gymnasium, I had this need to search the musical world and to express things that cannot be expressed with the words, but only with the sound. Ich habe Meta Fledigam als eine enorm intelligente Künstlerpersönlichkeit kennengelernt, die eine sehr gute, makellose Technik schon hat in ihrem jungen Alter, die auch die nötige Sensibilität mitbringt, um bei einem komplexen Werk wie dieser Schubert-Fantasie zu reagieren, auch Impulse zu geben. Well, this is a wonderful opportunity to make music together with such a distinguished artist and experienced musician and performer. Also sie spielt dieses Stück zum ersten Mal und es gab wirklich fast nichts, dass wir groß absprechen mussten. Also auch eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. The world of such a performer from very close, I think it gives firstly a lot of knowledge, then it gives inspiration for further work and for further studies to me. Bei meinem Orpheum-Debüt war ich am Ende meines Studiums in den USA. Ich habe ein paar Jahre in Baltimore verbracht, in der Klasse von Leon Fleischer. Und ich wusste, ich habe eine fantastische Ausbildung bekommen und ich fühlte mich eigentlich parat, etwas zu machen und etwas zu zeigen. Aber für junge Musiker ist es unheimlich schwierig, auf sich aufmerksam zu machen. Und dann kam aus heiterem Himmel kam die Anfrage von Orpheum, habe die Möglichkeit erhalten, mit David Zinman und dem Tonhalle-Orchester mein so richtiges Debüt zu machen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre mein Weg wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Being a soloist is a wonderful thing. Doing decisions on your own and expressing only what you want. Da war einfach auffällig, wie viel Persönlichkeit auch bei ihr schon da ist, wie viel musikalisches, künstlerisches Profil. Das hat mich vom ersten Ton hat mich das schon angesprochen. What forces me or what drives me to play and to perform is knowing that or rather believing that if I was given a talent, then I should share it with others.